Geben Sie Butter und Schokolade in einen Topf und zerlassen Sie es auf der Herdplatte. Dann rühren Sie Dotter und Zucker schaumig. Anschließend rühren Sie die gekühlte Schokomasse unter die Dottermasse. Schlagen Sie den Schlagober steif und heben Sie es unter die Masse. Danach füllen Sie die Masse in Metallformen und stellen Sie es für 2 Stunden in den Kühlschrank. Zum Schluss stürzen Sie die Masse aus der Form und richten Sie es an. Bestreuen Sie es mit Kakaopulver und garnieren Sie mit Schlagobers.